So, und damit begrüße ich euch recht herzlich zu diesem neuen Angespielt auf meinem Kanal. Und zwar stelle ich heute Nitro Plus Blast Tyrone Infinity Duel vor. Ein Beat'em Up, was ich mir nur gekauft habe, weil man da drin Saber aus Fates Day Night, Fate Zero spielen kann. Das heißt, mit ganz anderen Charakteren kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich dachte, ich zeige euch mal einen Story-Mode. Ich hoffe, der ist nicht so lange. Und dann fangen wir doch mal mit dem Spiel direkt mal an. Ja, ist in Ordnung, Super Sonico, ich kann dich nicht leiden. So, wollen wir doch mal die Story nehmen. So, wer haben wir denn da? Die meisten kenne ich nicht. Und da haben wir Saber, mit der nehmen wir natürlich auch den Story-Mode im Angriff. Die zwei sind einmal Humura. Und die hier, die kenne ich übrigens auch. naja, und hier, dich kenne ich natürlich auch. Nein, und das sind DLC-Charaktere, die kosten Geld. Wenn ich mir irgendwie mal so eine japanische Store-Karte mal rankomme, dann werde ich mir die mal runterladen. Aber wir nehmen natürlich jetzt Saber. Standardfarbe. Und nehmen Partner. Von den Partnern kenne ich aber auch welche. Das ist Amy aus Susai no Garantina. Und das ist die aus Psychopaths. Habe ich nicht gesehen, aber kenne ich. Und die hier mit den Sternchen, das sind so die, die am besten für unseren Charakter geeignet sind. Also nehmen wir die beiden einfach mal. Die Story ist bestimmt wieder sehr episch aufgemacht. Ist auch das erste Mal, dass ich jetzt die Story mitspiele. Das heißt, ihr erlebt das auch wie ich zum ersten Mal. Wissen Sie, habt das Spiel auch, dann erlebt ihr es nicht zum ersten Mal. Aber da frage ich mich, warum ihr euch angespielt anseht. Diese engelsgleiche Stimme könnte ich mir stundenlang anhören. Von alleine für den Charakter haben sich die 70 Euro gelohnt. Leute, ich werde wahrscheinlich... Ach, Duelle, okay. Leute, ich werde mich wahrscheinlich... Zurecht, der Trophäe. Ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen doof gleich am Anfang anstellen, weil ich krieg das mit den Moves noch nicht so gut hin. Und den Supermove kriege ich auch noch nicht so gut hin, aber das wird hoffentlich sich im Laufe des Let's Plays erübrigen. Dann fangen wir doch mal direkt an. Alles, was du sagst. Was zum Fick? Oh, warte mal, ich muss an der Kamera was machen. So, in Ordnung. Und bald. Nein, scheiße. Fuck. Boah, ja, ganz schön. Wie ihr schon gemerkt habt, ich krieg das noch nicht so gut hin. Was zum? Namino
Boah, Leute, das... Nein, Super Sonico. Na, ich krieg auch jetzt mal einen Super Move hin. Ich versuch's schon die ganze Zeit, aber ich krieg's nicht hin. Weil du musst zwei Viertelkreise machen. Ein, die heißt ein. Das hab ich auch noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was das macht, wenn ich ehrlich bin. Boah, war ich jetzt gerade stolz auf mich. Oh, das ging aber Aber ich versuche mal... Okay, ich muss sagen, jetzt habe ich doch ein bisschen meinen Spaß an dem Spiel. Es ist nicht unmöglich, einen Super Move hinzukriegen, aber es ist auch nicht einfach. Nicht für jemanden, der sowas nicht viel spielt. Hat aber ein cooles Schwert, diese Ignis, meine Güte. Sag mal, was hagelt denn das hier für Trophäen? Hat die ja gerade ein Feuerzeug oder so fallen lassen? Ich könnte auch öfter mal meine Supporter einsetzen, fällt mir mal auf. Irgendwie habe ich nur... Ja, ich habe kapiert. Und ich weiß auch, diese Messages immer. Next Blaster. Jo, klar! Die kennt... Was?
Okay. Ich wollte die andere rufen, danke. Und? Na, ich denke, das wird dann so ein 20-Minuten-Video. Aber das Spiel bewirft dich ja am Anfang. Oh, okay, war wieder eine Cutscene. In Anführungsstrichen Cutscene. Okay. Wer bist du denn? Deinen Namen kann ich ja zum Glück gleich mal lesen. Ja, ich bin großartig. Dankeschön. Saya heißt du. Ich weiß nicht, was das macht, aber einfach mal einsetzen. Aber das war noch cool. Das war cool. Das wird knapp. Boah. Das Mädchen war anstrengend. Meine Güte. Ich weiß ja nicht, was sie mit dieser roten Suppe da gemacht hat. Eigentlich will ich auch gar nicht wissen, was diese rote Suppe ist. Da steht immer eine Zahl am Ende der Trophäe. Ist das der 5. Sieg in Folge? Ey, ich habe absolut keine Ahnung. Wenn jetzt einen Erfolg kriegen, der 6 heißt, dann wissen wir es. Okay, wer bist du? Made of mit irgendwelchen Krallen am Rücken.
Anna. Wisst ihr, was aus Anna wird, wenn sie badet? Anna nass. Ha! Ich meine, Fresse, der war so scheiße. Also muss ich irgendwie gerade bringen. Ich weiß ganz genau, dass ich die Super-Moves nicht gut hinkriege. Das hätte auch in ein Auge gehen können. Der Supporter ist echt gut. Wer hat jetzt gewonnen? Meine Güte, war das arschknapp. Das war so knapp, meine Fresse. Saber, du wirst auf deinem iPhone angerufen. Von Super Sonico. Schon ein Grund, dass ich sofort auflegen würde. Vorletzter Kampf, es geht los! Muramasa, okay, Muramasa. Da ist gerade ein Roboter. Spinne. Oh, man kann auch das Schwert sichtbar machen, aber ich krieg's gerade nicht hin. Ha!
Fuck! Der trifft! Der Schmiedertrophäe hat den 7. Kampf gewonnen. Kam da eigentlich gerade einer mit einer 6? Final Duel. Oh, es wird spannend, Leute. Wer bist denn du? Warst du eine. Hab ich dich in der Charakterauswahl gesehen oder bist du nur so ein Charakter, der nur zum Endgegner da sein da ist? Also hinten bist du nicht auf der Verpackung. Und das ist mich irgendwie aus dem Charakter aus dem Hentai, den ich mal gesehen habe. Bloß, dass der große Brüste hatte. Und die Steine im Hintergrund sehen aus wie aus Evangelion. Alphiex ex mortis, meine Güte, Alaphis. Dann ist wieder mal an uns, Saber, uns beiden, die Welt zu retten. Ey, sag mal. Yo! Komm ich da auch noch mal irgendwie raus? Jo, alles klar. Hätte da irgendjemand gesehen, wie ich da hätte rauskommen sollen? Komm gar nicht. Wisst ihr was? Fuck. Ich verliere. Jo. Also bei den Gekibuku kann ich es jetzt nochmal versuchen. Ja. Hey, ich hab doch für bestätigen gedrückt. Wo war denn jetzt dein Problem? Alter, scheiße. Naja, gut. Ich wollte euch ja das Spiel nun mal gezeigt haben. Ja, das war's für diesen angespielt. Ich muss mich noch ein bisschen mit den Steuerungen auseinandersetzen. Ihr habt gesehen, ich habe nicht einen richtigen Move hingekriegt. Und naja, wir sehen uns beim nächsten angespielt. Bis dann.